Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Toten Necromagier anzunehmen bei Unteroffizier Mondsplitter in Suldrak an dieser Position. Mögen euch die Sterne leiten. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der zu hoch für dieses Questgebiet ist. Ich bin mir aber sicher, das Video wird euch auch helfen in Viotelka Classic. Questgebiet ist ziemlich groß gehalten. Mal schauen, ob wir direkt solche Necromagier finden. Bisher sehe ich keine. Die Mobs hier zählen nicht dazu. Und da ist einer. Diese Spinnen. Necromagus der Hathar. Töten zählt dazu. Also nach solchen Spinnen muss man Ausschau halten. Im ersten Moment... Habt ihr? Ja, okay, ich auch. Habe ich Ausschau gehalten nach so Hexenmeister. Aber diese Necromaguse sind einfach Spinnen. Große, fette Spinnen. Und ja, ihr seht, ich kann die Mobs mit einem Schlag töten. Aber ich glaube, es hätte euch nicht mehr geholfen, das Video, wenn ich 10 Sekunden lang gegen so einen Mob kämpfen würde. Und alles sehen würde, oder? Seid mal ehrlich. Mir ist ein bisschen das Questgebiet zu klein. Ich dachte, es ist so groß, da gibt es haufenweise von diesen Necromagus. Ah, Moment. Können wir hier hineinlaufen? Sind da mehr drinnen? Schaut mal, hier drinnen sind auch noch welche. Ich bin jetzt fertig. Aber da oben laufen noch welche umher. Hier ist noch einer. Und ich glaube, da draußen könnten auch noch welche sein. Ich schau mal schnell nach. Ja, seht ihr, hier oben sind auch noch welche. Okay, nicht viele, aber ein paar. Da drin ist auch noch einer. So, jetzt laufe ich zurück. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht einfach zum Abgabe-NPC fliege, ganz einfach. Ich will das Video so gestalten, dass auch die Spieler auf die Wege finden, die kein Fliegen haben. Hier kann man durchlaufen. Anscheinend ist diese Brühe nicht sehr tief. Und gleich bin ich beim Abgabe-NPC. Da bin ich. Quest ist abzugeben bei Unteroffizier Mondsplitter in Suldrak an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr noch in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!